Heyo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Mach's gut. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Oh, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Erinnere mich nicht daran. Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Großsegel setzen. Das Kanonenboot verfolgen. Da steht doch, Kanonen hergestellt werden. Pistolenmunition 2. Na, wenn hier steht, nö. Blackbeard scheint ein bisschen übermütig geworden zu sein. Blackbeard ist jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, ja. Also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Deine Macht ist ihnen zu Kopf gestiegen. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Setz halbes Segel. Ist ja auch nur die Ausnahme. Noch ein Wachturm. Ich sehe es. Ade, ich sehe es. Wenn der Nebel sich verzieht, sind wir gar nicht mehr hier. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil.
Da ist eine Sackgasse. Pass auf die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Einholen. Großsegel retten. Die Alarmglocke sabotieren. Hier hoch? Nee. Nee, gibt kein optionales Missionsziel. Fein. Sind es nur noch drei, der da oben und die zwei hier unten. So, der kümmert sich jetzt um die anderen. Oder die zwei kümmern sich um ihn. Okay, da oben ist doch keiner. Adios. So, wir müssen einiges aufholen. Nehmen wir Fahrt auf. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut. Nicht für den Bayou. Meckern hier rum, Kamerad. Jetzt kannst du das Deck schrubben. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Ade, jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Das klappt schon alles. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Immer mit der Ruhe, Captain. Alle Segel einholen. Geradeaus weiter oder jetzt da lang? Jetzt halbe Segel. Einholen. Großsegel reifen. Ist zu eng. Großsegel setzen. Nicht holen. Fahr zulegen. Strömung lockern. Kopfsegel retten. Alle Berge. Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. Huh.
Schlafpfeile gegen Krokodile einsetzen. Ein Krokodil häuten. Aber nur du. Solange wir leben, wird es immer Piraten an der Karibik geben. Mal hier lang, natürlich. So nötig haben wir es auch nicht, mit unseren Kameraden es zu machen. What? So, 100%. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch, haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Come on, man! Diesen Part hasse ich immer bei diesem Job. Wenn ich einen Job hätte. Ich bin Pirat. Das ist kein Job, das ist ein Beruf. Ich meine ein Hobby. Wow!
falsche Taste. Oh Gott, steh mir bei und schlachte diese Teufel. Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Okay, dann bekommen wir das Ende von Blackbeard gar nicht mit. Er verlässt die Karibik und geht dann irgendwann unter.